So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall. Den wollte ich nicht nehmen, ich wollte mal wieder. Okay, this is a battle of attrition. Eliminate all enemy forces. Good luck. Oder Plasma Gun, auch wenn ich den noch nicht so ganz drauf habe, aber egal. Super, ich kann nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange der dann unter gehackt bleibt, was so unter gehackt wird, was ich auf der normalen Soldatenschüsse drin auf dem Titan. Trotzdem hängt es einfach mal bei mir. Und es gibt auch noch mal ein paar Punkte. Aber das ist perfekt. Das ist jetzt anders. Eine Granate. Yay. Aber läuft doch gar nicht mal so schlecht, wenn ich gerade auf der Seite. Und ich muss noch den Raketenwerfer einstellen, den mag ich nämlich lieber. Beide ist das cool. Weil warum nicht, ne? Halt, ne?
came for. Awesome work, team. Mission accomplished. Well done, guys. The IMC are attempting to escape by dropkicks, but I've marked their extraction points. Don't let them get away. Alter, verdammt. Das war gerade ganz schön knapp, du. The IMC will be heading towards the evac point. Don't let them escape. Dass ich am PC wirklich scheiße bin, eigentlich läuft das relativ gut. Und ich denke mal, das wird auch mit der Zeit besser, wenn ich dann erstmal da drin bin. Ist halt alles Gewöhnungssache wahrscheinlich. Zwei neue Sachen freigeschaltet. Schalldämpfer für den Wind und den elektrischen Rauch. Das ist natürlich auch ganz gut. Muss ich mal gucken. Werde ich mal in letzter Zeit darauf achten, was mich mehr aufregt. Ghost Squad. Okay. Das klingt auch cool. Ah, nicht schlecht. Alles klar, das wäre das. Titan. Stimmt, Titan 1. Nehme ich mal nach wie vor den Vortex Shield. Und noch kurz hier Pilot Loadouts. Nehmen wir mal den Schalldämpfer da drauf. Raketenwerfer haben wir drin. Die Autopistole hätte ich ganz gerne. Da nehme ich mal die Arc Grenade. Aha. Hans Parkour, nicht in Spiel. Minion Detektor. Ja, alles klar, dann beende ich hier kurz die Folge. Ups, oder auch nicht. Bis gleich.